Am 15. Verhandlungstag hat neben der Nebenklage auch die Verteidiger ihre Plädoyers gehalten. Hier wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass sich bestimmte Merkmale für versuchten Mord nicht sehen, wie zum Beispiel, dass die Tat nicht geplant wurde, es wurde sich spontan diese Fackel besorgt, es wurde nicht heimlich gemacht, sie sind mit der Fackel durchs Dorf gefahren, sie haben dabei laut gegrölt. Auch eine zweite Fackel hat sich im Auto befunden, die sie nicht angezündet haben. In den Plädoyers kam auch vor, dass sich auf dem Platz eben doch auch Leute befinden haben müssen, weil sie die Fackel geworfen haben, aber relativ schnell Menschen reagieren konnten und somit quasi diese Gefahr, dass das niemand gesehen hätte, weil es in der Nacht passiert ist, nicht gegeben wäre. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass eben die Tat verurteilt werden soll, nicht aber die moralischen Beweggründe, weil das nach deutschem Recht eben nicht geht, sondern die Tat an sich muss bestraft werden, nicht aber die Gesinnung dahinter. Die Verteidiger wollten erzieherische Maßnahmen für die Angeklagten. Vor allem wurde hier betont der Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau.